Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, dann wollen wir ein bisschen Land gewinnen bei den Tagesordnungspunkten. Und wir kommen zu Tagesordnungspunkt 7. Das ist die Beschlussfassung über die Zahl der weiteren Mitglieder des Präsidiums gemäß § 3 Absatz 1 unserer Geschäftsordnung. Nach diesem Paragraphen wird die Zahl der weiteren Mitglieder des Präsidiums durch einen Beschluss des Landtages festgelegt. Und es liegt Ihnen eine Drucksache mit der Drucksachennummer 20-10 vor. Das ist ein interfraktioneller Antrag. Danach soll die Zahl der weiteren Mitglieder des Präsidiums auf 8 festgelegt werden. Und ich würde gerne über diesen Antrag abstimmen lassen. Wer dem Antrag zustimmt, den bitte ich um das Handzeichen. Gibt es Gegenstimmen? Gibt es Stimmenthaltungen? Damit ist dieser Antrag angenommen und die Zahl der weiteren Mitglieder des Präsidiums auf 8 festgelegt. Wir kommen zu Tagesordnungspunkt 8. Das ist die Wahl der weiteren Mitglieder des Präsidiums nach § 3 Absatz 2 unserer Geschäftsordnung. Die Zahl haben wir eben auf 8 festgesetzt. Daraus ergibt sich, dass 8 weitere Mitglieder des Präsidiums zu wählen sind. Auch hierfür liegt ein interfraktioneller Wahlvorschlag mit der Drucksachennummer 20-11 vor, in dem die weiteren Mitglieder des Präsidiums aufgeführt sind. Die Wahl kann geheim oder, wenn dem niemand widerspricht, durch Handzeichen erfolgen. Ich frage deshalb, ob der Wahl durch das Handzeichen widersprochen wird. Das ist offensichtlich nicht der Fall. Dann können wir per Handzeichen wählen. Und die Fraktionen haben vereinbart, dass über diesen Wahlvorschlag in Gänze abgestimmt wird. Und insoweit bitte ich Sie um Ihr Handzeichen, wer diesem gemeinsamen Vorschlag zustimmen möchte. Gibt es Gegenstimmen? Gibt es Enthaltungen bei einigen? Wie viel sind es da? Für 1, 2, 3 Enthaltungen ist damit dieser Vorschlag angenommen. Und damit sind die Abgeordneten Christian Heinz, CDU, Petra Müller-Klepper, CDU, Claudia Ravensburg, CDU, Frank-Peter Kaufmann, Bündnis 90 Die Grünen, Thailand Burcu, Bündnis 90 Die Grünen, Günther Rudolph, SPD, Marius Weiß, SPD und Klaus Herrmann, AfD, zu weiteren Mitgliedern des Präsidiums gewählt. Wir kommen damit zum Tagesordnungspunkt 9. Das ist die Beschlussfassung über die Zahl der Schriftführerinnen und Schriftführer, § 4 Absatz 2 der Geschäftsordnung des Hessischen Landtages. Hier wird die Zahl durch Beschluss des Landtages festgelegt. Und auch hier liegt Ihnen ein interfraktioneller Antrag, nämlich die Drucksache 20-12, vor, der die Festsetzung der Anzahl auf 10 Schriftführerinnen und Schriftführer vorsieht. Gibt es jemand, oder nein, ich will so fragen, wer stimmt dem Antrag zu? Gibt es Gegenstimmen? Gibt es Stimmenthaltungen? Das ist offensichtlich nicht der Fall. Damit ist die Zahl der Schriftführerinnen und Schriftführer auf 10 festgelegt. Damit kommen wir zu Tagesordnungspunkt 10. Das ist die Wahl der Schriftführerinnen und Schriftführer. Die Namen der Abgeordneten, die Schriftführerinnen und Schriftführer werden sollen, finden Sie in einem gemeinsamen Vorschlag der Fraktionen. Er trägt die Drucksachennummer 20-13. Und ich frage, ob weitere Vorschläge gemacht werden. Das ist offensichtlich nicht der Fall. Und ich frage weiterhin oder bitte weiterhin, wer diesem Wahlvorschlag seine Zustimmung geben will, um das Handzeichen. Gibt es Gegenstimmen? Gibt es Enthaltungen? Das ist nicht der Fall. Damit haben wir einstimmig die Abgeordneten Ismail Tippi, CDU, Tobias Utter, CDU, Astrid Wallmann, CDU, Kaya Kinkel, Bündnis 90 Die Grünen, Felix Martin, Bündnis 90 Die Grünen, Carina Fissmann, SPD, Heinz Lotz, SPD, Walter Wissenbach, AfD, Marion Schardt-Sauer, Freie Demokraten und Heidemarie Scheuch-Paschkewitz, Die Linke, entsprechend gewählt. Wir kommen zu Tagesordnungspunkt 11. Das ist die Beschlussfassung über weitere Mitglieder des Ältestenrates. Und hier wird nach § 5 Absatz 1 unserer Geschäftsordnung die Zahl der weiteren Mitglieder des Ältestenrates durch Beschluss des Landtages festgesetzt. Auch hier liegt wiederum ein interfraktioneller Antrag mit der Drucksachennummer 20-14 vor. Es wird vorgeschlagen, weitere Mitglieder des Ältestenrates nicht zu bestellen. Und ich frage, wer diesem interfraktionellen Antrag zustimmen möchte. Gibt es Gegenstimmen? Gibt es Stimmenthaltungen? Das ist nicht der Fall. Dann haben wir das so beschlossen.